Das denkmalgeschützte Kleinod von Gebäude am Werner Herweg 369 verfällt zusehends. Mit der seit Jahren geplanten Sanierung geht es nicht voran. Die Fenster sind vernagelt, Defekte, wohin man auch blickt, es steht einsam und verlassen am Werner Gutspark, umhüllt von einem Bauzaun. Schon seit März 2021 liegt eine Sanierungsverfügung vor. Das Pförtnerhaus am Weg zum Werner Gutspark wurde von den derzeitigen Eigentümern mit dem Wissen erworben, dass es denkmalgeschützt ist und die zu reparierenden Schäden bekannt waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand, so schreibt es die Wandsbeker Verwaltung, nahmen die Eigentümer Abstand von einer Sanierung und wollen das Gebäude weiterverkaufen. Ralf Niemeyer, Bezirksabgeordneter für Farmsen-Berne und die CDU-Fraktion, beantragte daher kürzlich im Regionalausschuss, dass die Verwaltung und die zuständigen Fachbehörden den Zustand des Hauses prüfen mögen. Zudem sollten sie darauf hinwirken, dass mit der Sanierung begonnen werden solle. Der CDU-Antrag wurde aufgrund der Zuständigkeiten in den Unterausschuss für Bauangelegenheiten überwiesen. Wir werden sie auf dem Laufenden halten.